Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 1:0 Heimsieg unseres TSV Steinbach-Heiger gegen Kickers Offenbach vor 2687 Zuschauern. Wir haben hier bei der Pressekonferenz auf meiner linken Seite Christian Neidhardt vom OFC. Hallo. Und auf meiner rechten Seite Hüsni Tahiri vom TSV Steinbach-Heiger. Herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg. Aber das erste Wort geht natürlich immer an den Trainer des OFC in dem Fall. Ja, hallo erstmal. Glückwunsch an Steinbach zum Sieg. Ja, für uns wahnsinnig enttäuschend. Ich glaube, eine ausgeglichene erste Halbzeit mit wenig Möglichkeiten, wenig Mut auch in dem Spiel, haben trotzdem in der 45. Minute, glaube ich, die ganz große Chance, dann vielleicht dann zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 zu machen. In der zweiten Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich richtig gut im Spiel waren. Hatte das Gefühl, dass wir eher die Möglichkeit haben, dann auch selber in Führung zu gehen, weil wir spielbestimmt waren, waren viel in der gegnerischen Hälfte, aber haben dann leider unsere Möglichkeiten, die wir hatten, nicht gemacht. Und ja, das 1:0, schlagen langen Ball raus, rücken zu langsam raus, der Ball geht dann wieder tief rein, haben dann trotzdem 3-1 die Möglichkeit, beim Gegentor das zu klären. Und der Schuss kommt trotzdem aufs Tor. Dann in der Box, Steinkötter, sind wir auch nochmal 2-1, lassen den Spieler aber völlig frei, dass er dann, Pommes hält ihn noch überragend, dass er dann im Nachschuss das Tor machen kann. Ja, und mit der Führung hatte dann Steinbach auch die Sicherheit. Und muss da auch deutlich sagen, dass wir auch dann nach der Führung überhaupt keine Tormöglichkeiten mehr erspielt haben. Das ist hinten raus, die letzten Minuten dann von unserer Seite fand ich es nicht so gut, wie wir es gespielt haben. Und von daher, ja, wahnsinnig enttäuscht, dass wir hier mit leeren Händen nach Hause fahren. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Analyse des Spiels und dann gebe ich das Mikrofon weiter an Hüsni. Ja, guten Tag zusammen. Danke für die Glückwünsche, Christian. Ja, ich wollte nochmal auf den Mittwoch nochmal eingehen, wo wir ein Testspiel hatten. Ich bin da ein bisschen, oder ja, wir sind da ein bisschen sauer oder ein bisschen enttäuscht auch, dass dann immer so viel, ja, immer das Negative gesehen wird. Wir haben ein Testspiel ausgemacht am Mittwoch, was für uns sehr, sehr wertvoll war für die ganze Mannschaft. Die Jungs, die hinten dran sind, dass die auch ihre Minuten kriegen. Und da haben wir viele Erkenntnisse mitgenommen und wir haben heute gewonnen. Ja, dass man da immer sofort, ja, warum macht man so ein Testspiel und so. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir Trainer haben keine Ahnung. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Ich glaube, wir wissen schon, was wir machen. Wir machen zwar nicht alles richtig, aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, als Verein, als Mannschaft, als Staff, alle, die drumherum sind. Da ist eine riesen Entwicklung auch die letzten Jahre hier passiert und da arbeiten wir weiter dran. Und ich wünsche mir einfach, dass man da nicht sofort immer, ja, warum, wieso, ja, eher das Positive sieht. Zum Spiel, natürlich sind wir sehr zufrieden. Wir sind die Anfangsphase war es ein bisschen vom Tempo her, Spiel mit dem Ball ein bisschen, ja, zu hebig, ja, und haben dann ja, das hohe Anlaufen von den beiden Spitzen nicht so gut ausgespielt oder nicht die erste Linie so gut überspielt. Aber wenn man die ganze erste Halbzeit betrachtet, Brinkis hält gegen Michael einmal super, hätten wir schon. Und das ist das, was uns ein bisschen fehlt. Das ist auch nicht negativ gemeint, aber das wollen wir in die Zukunft reinbringen. Offenbach hat, glaube ich, 41 Tore. Wir haben 21, 22, uns fehlt einfach die Effektivität. Ja, und heute hat es, glaube ich, jeder gesehen, dass auch in der ersten Halbzeit da in Führung gehen kann. Klar hat Offenbach die Chance vor der Halbzeit. Ja, dann gehen wir in die zweite Halbzeit, hatten eine Zeit, eine Druckphase zu überstehen, wo wir uns dann beim ersten Ball, beim zweiten Ball super reinschmeißen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Verteidigen unser Tor bis zum geht nicht mehr mit Riesenherz, mit Riesenleidenschaft. Das ist das, was wir vorleben. Da hätte es natürlich 1:0 stehen können. Aber ja, ich hatte die ganze Zeit oder wir hatten die ganze Zeit ein gutes Gefühl, das Spiel noch zu ziehen. Ja, dann macht das Justin das Tor. Serkan hat noch einen Schuss gehabt. Tyson köpft den vorbei. Daniel Steiniger alleine vor Brinkis. Hätten vielleicht dann noch das 2:0 machen können. Aber wir sind trotzdem hochzufrieden mit dem Sieg gegen einen Top-Kandidaten in der Liga. Und ja, offenbar alles Gute und bis bald. Ciao. Ja, danke Hüss auch für deine Analyse des Spiels. Und dann schaue ich mal hier in die Runde der Medienvertreter. Gibt es scheinbar keine Fragen mehr. Ja, dann alles Gute für euch für die weitere Runde und eine gute Heimfahrt gleich nach Offenbach. Ja, und Hüss, für uns nächste Woche wieder Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Hier oben, Sibri Sportzentrum Havasen-Heiger. Kommt vorbei, unterstützt die Mannschaft und ansonsten noch ein schönes Wochenende. Ciao.